Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Feine Festtagsrezepte, die bestimmt gelingen und einfach zum Nachkochen sind, möchten wir Ihnen auch dieses Jahr bei uns im Coop-Studio vorstellen. Nach der Vorspeise der letzten Woche, der Orangen-Rüebli-Suppe, ist heute das Fleischgericht an der Reihe. Zusammengestellt und wie immer gekonnt präsentiert werden die Rezepte von Armin Amrain, dem Küchenchef vom Restaurant Le Club auf dem Bürgerstock. Es ist ein doppeltes Antegott mit Röstigrosten. Eine Köstlichkeit, wo wenig zu tun gibt. Grüezi miteinander. In unseren Metzgereien und Traiteurabteilungen finden Sie aber auch eine grosse Auswahl an Charcuterie, Salami, Lachs oder Pasteten zum Arrangieren von reichhaltigen Buffets und schönen kalten Platten. Ein paar von diesen Köstlichkeiten offerieren wir Ihnen besonders günstig. Lassen Sie sich also verführen. Jetzt aber zurück zum eigentlichen Rezept von Armin Amrain, dem Antegott Double und dem Gemüsegratin. Mehlige Herdöpfel, zum Beispiel Pinti, raffeln und mit den Zutaten von der Röstigrosten vermischen und abschmecken. Das Fleisch würzen und auf beiden Seiten gut anbraten. Die Röstimasse draufdrücken und ebenfalls goldbraun braten. Mit Vorteil eine beschichtete Pfanne nehmen, damit es nicht kleben bleibt. Richtig, und dann im Ofen bei 200 Grad zur gewünschten Garstufe braten. Jetzt nur noch das Gemüseweich kochen, Sauce Hollandaise mit Schlagrahm drüber verteilen und den Gratin bei Oberhitz schön goldbraun überbacken. Und schon kann man das Antegott Double aufschneiden und servieren. Und hier zur Erinnerung nochmal alle Zutaten, die wir dazu gebraucht haben. Fleisch, das auf der Zunge vergeht. Mit Naturaplan hat sich Coop zusammen mit Ihnen für Produkte aus tiergerechter Fütterung und kontrollierter Freilandhaltung entschieden. Das Angebot von Coop Naturaplan ist grösser geworden, wie wir am Anfang schon gesehen haben, und umfasst jetzt auch Charcuterie, Salami und verschiedene Artikel aus dem Quick-Sortiment. Und was das für Tiere bedeutet, das sehen wir am besten bei diesen Bildern. Themawechsel. Als Dank für Ihre Treue verabschieden wir uns mit einem Feuerwerk von Aktionen vom alten Jahrtausend und laden Sie ein zu einem Millenniumsspiel mit unvergesslichen Preisen. In der nächsten Runde geht es weiter mit bekannten Marken wie Nestlé Junior Milk, Penaten Baby Milk, Galactina Bimbo, Wander Adapta 3 und Fixies Hösli Windeln. Auf die glücklichen Gewinner wartet nicht nur eine VW Golf Variante, sondern auch Städtereisen nach Barcelona mit Linienflug und zwei Übernachtungen im Kobene Mittelklasse-Hotel für zwei Personen. Offeriert von Helvetic Tours, einem Spezialist für preisgünstige Städtereisen. Schon jetzt viel Vergnügen! Das war es für heute mit einem von 9 verschiedenen Rezeptvorschlägen, die Sie im Coop-Weihnachtsmagazin in aller Ruhe noch nachlesen können. In einer Woche erwarten wir Sie dann wieder hier bei uns im Coop-Studio. Dann mit dem Dessert einem Ananas-Carpaccio mit Vanilleglasse und Karamellsoße. Wäre doch schade, wenn Sie das verpassen würden. Zuerst gibt es jetzt aber noch Aktionen, die Sie bestimmt gut brauchen können. Ein Kilo Bananen kostet 2,10 €. Und Sensation Pralines Glacé-Dessert von Piero Lusso kommen Sie für 5,50 € über. In 10 Tagen ist Weihnacht und Sie haben immer noch keine Geschenkidee. Da ist sie. Rekascheck, wo Sie auf zahlreichen Transportmitteln und in mehr als 2'000 Restaurants und Hotels wie Bargeld verwenden können. Sie wissen ja, Coop Profit Plus vorzeigen, sofort profitieren. So viel für heute aus dem Coop Festtagsstudio. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.